Der Goat Simulator pfeift auf jegliche Konvention. Als der erste Teil vor über 8 Jahren veröffentlicht wurde, war er eigentlich nur ein spielbarer Aprilscherz. Wirkliche Ziele gab's nicht, dafür aber jede Menge Bugs. Die Ingame-Physik war vollkommen kaputt und das Spielprinzip völlig absurd. Da passt es perfekt ins Bild, dass die Macher den Wahnsinn im Nachfolger fortführen. Der wurde einfach auf den Namen Goat Simulator 3 getauft, dass es nie einen zweiten Teil gab. Geschenkt. Wer hängt sich schon an Namen auf, wenn er neue Features wie einen 4-Spieler-Koop haben kann? Den durften wir jetzt erstmals anspielen und verraten euch in der Vorschau, so viel Bock macht das Open-World-Sandbox-Spektakel. Das Grundprinzip des Goat Simulators bleibt natürlich auch im neuen Teil ziemlich gleich. Ihr seid eine Ziege und macht halt Ziegendinge. Ihr hüpft glücklich über eure Wiese und blökt laut durch die Gegend. Kommt euch dabei jemand in die Quere, helfen ein saftiger Kopfstoß oder eure seltsam elastische Klebezunge, mit der ihr euch an Figuren und Gegenständen festhalten könnt. Später kommen noch weitere Moves dazu, doch bereits das Standardrepertoire ist mehr als genug, um die Welt um euch herum vollkommen auf den Kopf zu stellen. Das ist auch gut so, denn die Hauptbeschäftigung im Goat Simulator ist wieder mal so viel Chaos wie möglich zu stiften. Eine klare Zielsetzung sucht man vergebens. Es gibt keine wirkliche Story, die ihr verfolgt, selbst wenn sich die Entwickler ein kleines Intro haben einfallen lassen, das dem ganzen Wahnsinn einen groben Rahmen gibt. Auch das Punktesammeln aus dem Vorgänger wurde gestrichen. Teil 3 konzentriert sich also auf das Wesentliche, die Open World Sandbox durchstöbern und ihre verborgenen Geheimnisse, Quests und Sammelobjekte entdecken. Und glaubt uns, damit habt ihr alle Hände voll zu tun. Die neue Spielwelt, die fiktive Insel San Angora, ist einen guten Quadratkilometer groß und steckt voller Beschäftigungsmöglichkeiten. Das wird schon bei einem Blick auf die Karte deutlich. Oder wenn ihr euch mit einer magischen Bohnenranke bis ans Limit der Skybox hinaufwagt und von oben das Panorama bewundert. Zig unterschiedliche Areale, Farmen, Kleinstädte, Industrieviertel, Berge, Wälder und Meere. Überall sprudelt das Leben. NPCs warten darauf, von euch auf die Hörner genommen zu werden. Gebäude laden zum Hereinspazieren und Verwüsten ein. Umgebungsgegenstände flüstern euch leise, mach mich kaputt zu. San Angora ist ein einziger Spielplatz für Rowdies mit einer destruktiven Ader. Und der sieht dank Unreal Engine 4 auch gar nicht mal so schlecht aus. Um jeden Winkel der Welt zu erreichen, gibt's zusätzliche Transportmöglichkeiten. Natürlich könnt ihr auch weiterhin auf eure 4 Beinchen vertrauen und auch der Raketenrucksack aus dem Vorgänger ist wieder mit dabei, zusammen mit anderem verrückten Kram. Neu ist dagegen die Möglichkeit, sich einfach hinter das Steuer eines Autos zu klemmen und damit durch die Gegend zu brausen. Fans von Tony Hawk's Pro Skater freuen sich schließlich darüber, auf Stromleitungen zu grinden und dann mit einem 720-Grad-Spin auf dem nächsten Hausdach zu landen. Zu guter Letzt führen die Entwickler dann noch eine Schnellreisefunktion ein. Über die Map verteilt findet ihr immer wieder Ziegentürme, zu denen ihr euch hin teleportieren lassen könnt. In deren Inneren steckt dann ein Thronsaal mit einer riesigen, von Ketten und Schlössern verrammelte Tür. Die zu öffnen wird wohl auf lange Sicht die große Motivation des Goat Simulators sein. Dafür gilt es, Missionen zu erledigen und Stück für Stück im Rang der geheimen Ziegengesellschaft aufzusteigen. Praktischerweise helfen die Türme auch beim Finden neuer Aktivitäten in der Umgebung. Klettert ihr auf die Spitze, legt ihr damit Teile der Karte frei. Die Funktürme aus Far Cry lassen grüßen. Und genau wie Ubisofts Open-World-Spiel läuft auch der Goat Simulator mit einer riesigen Bandbreite an Inhalten über. Die werden dann liebend gerne mit popkulturellen Anspielungen verknüpft. Taucht ihr in den Keller eines Familienhauses ab, findet ihr euch plötzlich in einer pixeligen Hommage an das erste Doom wieder. Ihr ballert euch durch ein 2,5D-Labyrinth und besiegt am Ende eine Oma im Schaukelstuhl, die aus einer Bazooka mit Wollknäueln schießt. Auf einem Friedhof klettert ihr wiederum den Kirchturm hoch und spielt mit Hilfe der Glocken den Imperial March. Dafür winkt euch dann ein fettes Laserschwert. Auf diese Weise erweitert ihr stetig eure Ausrüstung, die ihr dann über das Menü auswählen könnt. Jede erledigte Mission beschert euch außerdem Ingame-Währung, mit der ihr neue Gegenstände kauft. Darunter auch zahlreiche optische Anpassungsoptionen. Im Goat Simulator 3 dürft ihr den Look eurer Ziege nach eurem Geschmack gestalten. Ihr zieht ihr Crocs an, ihr verpasst ihr einen Sattel, damit NPCs auf ihr reiten können, oder stülpt ihr eine Brille mit Laserblick über. Sogar die Gattung eures Bocks lässt sich wechseln, ihr könnt San Angora etwa auch als Langhalsziege erkunden. Manche Leute würden auch einfach Giraffe sagen.
Darüber hinaus lassen sich weitere Spezies wie Haie, Zebras oder Schweine kaufen. Für die gibt's in den Ziegentürmen dann noch zusätzliche Skills freizuschalten. Zum Beispiel einen Triple Jump. So schnell langweilig wird's euch also nicht. Dafür sorgt auch der komplett neue Multiplayer-Modus. Dank Online-Koop ist es jetzt möglich, das animalische Abenteuer mit bis zu 3 Freunden zusammen zu erleben und dann im Verbund für Chaos zu sorgen. Oder sich einem von 7 lustigen Minispielchen zu widmen. Wir konnten in unserer Demo beispielsweise Hufball ausprobieren, also Fußball mit ein wenig mehr Körperkontakt. Daneben gibt es aber auch noch Abwandlungen von Minigolf, Prop Hunt oder einer Stockcar-Rally. Aktivieren kann diese Spielchen theoretisch jeder. Danach bekommen alle anderen Sitzungsteilnehmer eine Benachrichtigung geschickt, ob sie auch mitmachen wollen. Falls ja, werden sie direkt zum Ort des Events teleportiert. Wenn nicht, findet es einfach ohne sie statt. Ihr seid im Goat Simulator nicht dazu gezwungen, euch dem Willen des Hosts zu unterwerfen. Trotz Koop kann jeder auch einfach sein eigenes Ding machen. Einziger Wermutstropfen, Crossplay scheint es zumindest nach aktuellem Stand nicht zu geben. Außerdem braucht ihr für ein spaßiges Online-Erlebnis tatsächlich Freunde, die ihr in-game in eure Session einladen könnt. Eine Art offenes Matchmaking, durch das ihr das Spiel einer anderen Ziege crashen könntet, haben wir nicht entdeckt. Apropos Crashen, kommen wir doch zum krönenden Abschluss kurz zum technischen Aspekt. Der Goat Simulator 3 ist nämlich beileibe kein glatt gebügeltes, bugfreies Spiel. Da bleibt ihr mit dem Auto unter einem Vordach stecken, Gegenstände glitschen durch die Gegend oder eure Ziege macht irgendwelche komischen Verrenkungen, die mal so gar nicht gesund aussehen. Spielbar wird der Titel dadurch aber nicht. Das Sandbox-Abenteuer läuft stets stabil, stürzt nicht ab oder leistet sich sonstige Ausfälle. Das war den Entwicklern enorm wichtig. Diese leicht amateurhafte, teils kaputte und unberechenbare Umsetzung, die bereits den Charme des Vorgängers ausgemacht hat, wollte man sich aber trotzdem beibehalten. Das hat, zumindest in unseren Augen, auch richtig gut funktioniert. Wir freuen uns also schon mal drauf, wenn der Goat Simulator 3 am 17. November für PC, PS5 und Xbox Series erscheint. Erdmännchen, Fledermaus oder Kugelfisch? Welches Tier bräuchte auch mal seine eigene Simulation? Schreibt eure Ideen gerne mal in die Kommentare. Lasst uns auch ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und für alles weitere aus der Welt der Videospiele, schaut doch mal auf pcgames.de vorbei. Da findet ihr ab dem 22. September auch unseren neuen Podcast.